Jo, hallo Leute, Mario ist ziemlich müde, er scheint keinen Bock mehr zu haben und jetzt wird er aus den Träumen gerissen, denn wir machen weiter bei Let's Play Super Mario Galaxy 1. Ich weiß jetzt endlich, wo der versteckte Stern ist, in dieser Bucht, wo wir im letzten Part noch so, ja, elendig rumgesucht haben und er ist wirklich, wir sind wirklich dran vorbeigeschwommen eigentlich. Also nicht an dem Stern direkt, aber an dem Weg zum Stern und ja, ziemlich ärgerlich. Das hätten wir finden müssen, oder na, nicht unbedingt müssen. Müssen ist immer so ein komisches Wort, aber ja, hätten wir finden können, sagen wir es lieber so. So, hier unser altbewährter Trick. Einmal rüber. Und wenn wir den geheimen Stern haben, dann werden wir uns mit anderen auseinandersetzen. Ich habe nicht geguckt, wo die sind. Die restlichen, die uns noch fehlen. Weil ich da nicht wirklich Bock hatte, jetzt in diesem fetten Spieleberater da alles rauszusuchen. Wir müssen ja auch noch ein paar Sternteile sammeln für den letzten Gourmet-Luma, aber das macht man nebenbei. Und ja, wir werden einfach mal in die Welten gehen, werden einfach mal gucken, wo fehlt denn noch was, finden wir da vielleicht was und wenn wir dann wieder nichts finden, dann werde ich nachgucken. Aber ansonsten eigentlich müsste das relativ quickly gehen, weil in den meisten Welten fehlt noch so ein Gourmet-Luma, der sich irgendwo wieder versteckt hat, der sich gar nicht zeigen will. Und jo, machen wir jetzt aber erstmal der Zauberer auf dem Geisterschiff. Hier gibt es nämlich, wie gesagt, noch einen Stern, den wir übersehen haben, und wir werden jetzt, ey, folgendes machen. Jo, und den Toad ausgenutzt als Trampolin. Werden nämlich erstmal hier schauen. So. Und werden folgendermaßen das Ganze hier auch machen. Nehmen noch die paar mit. Und werden uns jetzt hier reinstürzen. Weil wir ja, wie gesagt, auch noch Sternteile brauchen. Und komm schon, triff. Triff, triff, triff es. Geh durch den Stern. Yay! Hier können wir nämlich auch noch eine ganze Menge an diesen Viechern jetzt tot machen. Die geben alle Sternteile, Leute. Die geben so viele Sternteile. Zieht's euch rein. Das ist mehr Sternteile als, was wollte ich denn sagen? Wer will das immer haben, als der Gourmet-Luma jemals in seinem Leben kriegen wird? Ah, okay, der hat ja schon mehr gekriegt und kriegt auch noch mehr. Ist hier nicht noch irgendwo so einer? So, okay. Jetzt machen wir uns daran, hier die ganzen Sternteile einmal einzusammeln. Was, nur so wenig? Das kam mir viel mehr vor, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Naja, gut, okay, der Schein trügt manchmal. So, flieg, mach doch hinne, wir müssen uns beeilen. Komm, ich mach hinne, ich hab keinen Bock, das nochmal zu machen. Aber so gar nicht. Dum, 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 dum. Zack! Geh doch auf. So, rein da. Sauber. Wir waren schon richtig damit, dass wir gesagt haben. Alter. Ja, genau, Kamek, ne? Reicht aber langsam. So. Wir waren schon ganz richtig damit, dass wir gesagt haben, gucken wir mal da unten. Hier unten müssen wir nämlich auch hin. So. Ganz nach unten. Und dann brauchen wir einen grünen Panzer, den wir finden hier. Ja, und daneben, wie sollte es... Boah, wie sollte es auch anders sein? So. Und jetzt nehme ich ins Minenfeld rein. Und das, damit hätte ich nicht gerechnet. Bams. Und zieht euch rein. Da passiert Folgendes. Da unten ist so ein Ding. Wer, Leute, soll denn damit bitte rechnen? Woher soll man das denn wissen? Da kommt doch kein Mensch drauf. Zack, jetzt sind wir nämlich hier drin. Eine sehr interessante Sache. Das Ganze hier finde ich. Oh, die Musik ist cool. So, jetzt müssen wir hier nämlich... Wie müssen wir denn hier basteln? Wir müssen jetzt hier irgendwas Schönes basteln. So, dass dieser schöne Buhu-Geist nämlich in das Licht kommt, was sich hier irgendwo befindet. Und wenn er nämlich da drin ist... Ja, bestimmt. Alter! Ey, boah, nee! Da kriege ich einfach schon wieder zu viel. Guckt nicht so doof. Alter. Das, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Wenn ihr mich jetzt nicht in Ruhe lasst, ne? Ich sag euch, ey. Vor allem der fette Geist. Ja, geht doch. Gib mir eine Münze. Yay. Au. Da ist so eine Blase. Okay. Aha, aha, aha.
Die wollen uns irgendwie so richtig ärgern. Kann das sein? Nein! Oh mein Gott. So. Aha. Aha. Und Licht-Action. Yay. Geist. Komm mal her. Ja, da ist er. Unser Star, Leute. Da haben wir ihn. Da unten. Ne, wie kommen wir denn jetzt? Ach so. Ja. Und geschafft. Ich glaub's nicht. Und ab rein da. Geschafft, Leute. 6 Minuten. Nach 6 Minuten haben wir also den Star in dieser Welt, den versteckten Stern. Wenn man weiß, wo er ist, wie es geht, wirklich sehr einfach. Aber wie gesagt, das muss man erstmal wissen. Da muss man erstmal drauf kommen. Und das ist nicht ganz so einfach. 23 Stars fehlen uns noch. Dann haben wir es durch. Dann haben wir dieses Projekt abgeschlossen. Nach diesem Projekt wird es ein Projekt geben, was, glaube ich, also ein Spiel geben, was sehr wenige Leute... was, denke ich, oder vermute ich, relativ wenige Leute gespielt haben, weil dieses Spiel eigentlich nicht sehr bekannt ist. Es ist aber eins der Spiele, die ich mit am lustigsten finde. Also, was heißt am lustigsten? Das Spiel hat eine Menge schwarzer Humor. Ja, was für eine geile Sache einfach nur. Ja, fall runter, ja. Aber gar nicht so schlecht, hier wollten wir eh hin. So, wirklich, das eins der Spiele, die haben super schwarzen Humor. Das Spiel an sich ist einfach nur der Hammer. Und seid gespannt, Leute, ich freue mich riesig auf das Spiel. Hab's schon ewig nicht mehr gespielt, ist aber auch nicht ganz einfach. Ja, ja, hier ist die Karte. Super. Teeterrasse. Fehlt uns da noch irgendwas? Hier haben wir alles. Bienenkönigreich haben wir alles. Ey. So, was ist... Wie sieht's hier aus? Ah, plus grün. Haben wir sogar alles? Ah, Sternstaubgalaxie. Da fehlt noch einer. Okay, gehen wir jetzt also ins Badezimmer und wollen uns doch da die Sternstaubgalaxie einmal reinziehen. Und mal gucken, ob wir da den versteckten Stern finden. Ich könnte darauf wetten, dass das wieder was mit so einem Luma zu tun hat. Wo wir nur zu wenig Sternteile hatten, als wir es gemacht haben. Könnte ich wirklich darauf wetten. Ich bin gespannt, was das ist. Wahrscheinlich... Ah, vielleicht ist es auch so ein richtig fieser Versteckter, wieder den keine Sau findet. Man weiß es wirklich nicht. Wollen wir mal gucken. Müsste ja eigentlich schnell gehen. Das haben sie immer beim Praktikum gesagt. Wisst ihr, Leute, die forschen da rum ohne Ende. Und dann kommt nur sowas wie, ja, mach mal das und das und müsste ja eigentlich schnell gehen. Und da hängen die dann schon irgendwie ein halbes Jahr dran. So, Klebekokons und Königsspinne. Spinnenkönig wollte ich lesen, aber das wäre Quatsch gewesen. So, wo habt ihr den Luma? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es hier einen Luma gibt. Deswegen alle Sternteile schon mal von vornherein sichern. Ah, wo ist der Luma? Wenn es hier keinen Luma gibt, Leute, dann, ja. Und die Steuerung ist für mich wieder... Ich bin so gut in der Steuerung, Leute. Ich bin so gut. Bin so richtig schlecht. So, her damit. So, jetzt passt auf. Wir nehmen alles mit. Das ist jetzt ganz wichtig. Also, ist, das heißt ganz wichtig. Auch wenn jetzt hier kein Luma sein sollte, ist im Prinzip wirklich todegal. Weil wir am Ende ja die Sternteile eh noch brauchen für den letzten Luma. Ich habe allerdings durch Zufall im Spieleberater schon mal gelesen, wie viel denn der letzte Luma braucht. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, mein Gott. Ey, hör mal, jetzt so nicht, ne? Da habe ich gedacht, da kann Rainer Kallmund ja im Leben nicht mithalten. Der will 1600, Leute. Zieht euch das rein. Habt ihr schon mal so ein verfressenes Ding gesehen? Also ich persönlich ja nicht. So, okay. Alter. Wir nehmen, wie gesagt, da ist er. Ich wusste doch, da haben wir einen. Und wie viel willst du? 30, 40, 50? Lalalala. Wir haben Flimmer-Action, das tut mir hier leid. Ich will doch, wie viele willst du denn es? Ja, genau. Du hast voll gelitten, wir haben bisher alles mitgenommen, ja? Und dann will er immer noch mehr haben. Ist so ein richtig gelittener. Jetzt müssen wir alle 50 hier holen. Ja, genau. Und dann ist der Kack da oben. Wie stellt er sich das denn jetzt vor? Wo soll ich die denn jetzt herkriegen? Gourmet-Lumas sind anstrengende Wesen, Leute. Ah, hier. Ich sag euch, also ich würd's... Kauft euch einen Hamster. Kauft euch
Boah, kauft euch sonst irgendein Tier. Kauft euch irgendwas richtig Nettes, so ein süßes Tier. Aber kauft euch kein Gourmet-Luma, das könnt ihr nämlich total vergessen. Wie gesagt, der frisst mehr als reiner Kalmund und, ja. Wo man mit dem hin soll, weiß man auch nicht so recht. Ja, und ich jetzt komme nicht mehr zurück, das ist eh die geilste, das ist eh das geilste an der ganzen Geschichte hier. Ja, werd auch noch erwischt von so einem Scheiß-Gumba. Nein, da will, boah, da will ich nicht rein. Wenn ich da reingehe, dann, boah, das wäre tot gewesen. Wir haben kein Quicksave hier in dem Spiel, ne? Wo ist denn der Weg? Mann, hier. Boah, so schwer war das doch echt nicht. TT Gamer, Bildschirm wird black. Wir machen ihn wieder white. Ah, pass auf, Gourmet Luma. Stelle dich der Wahrheit und zeige uns den Weg in eine andere Galaxie. Hier kriegt er jetzt die 50 da reingestopft. Und fertig. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Jo, alles klar. Er hat sich verwandelt, ein neuer Planet wird wieder geboren. Ein Yoshi-Planet, Leute, wie geil ist das denn? Yoshi! Jo, ab zum Yoshi. Er hat's verdient. Was ist los, Yoshi? Wirst du belästigt? Soll mal dir helfen? Wir sind die Streitschlichter hier. Komm, wir helfen dir jetzt. Wir schlichten den Streit zwischen den Goombas, indem wir sie einfach töten. So lässt sich Streit immer gut lösen. Einfach einmal drauf. Oh, nee, Quatsch. So, komm schon. So. Ey. Hör mir mal zu, Freund. Ja, wollte gerade mal sagen hier. Und? Haben wir dir geholfen? Oh, nein. Mein Gott. Oh, was? WTF? What? Wow, ich hab richtig Schiss, dass ich jetzt tot gehe, ne? Das glaubt er jetzt gar nicht, aber das ist jetzt wirklich richtig Schiss, weil ich ja auch mich überhaupt nicht doof anstelle manchmal beim Spielen, ne? Und ja, ich ja nie irgendwelche Fails mache, gerade in Situationen, wo es gar keine Fails zu machen gibt. Was ich nicht verstehe ist, warum die ja, geht doch. Gib mir den Stern. Ja, da ist er. Da ist der versteckte Stern, Leute. Wir haben den zweiten Stern. Und zwar den zweiten versteckten Stern in diesem Part. Insgesamt haben wir natürlich schon mehr versteckte. Und zack. Wir haben es geschafft. Sauber. Wieder zwei Sterne. Das war ja so unser Part-Durchschnitt. Bisher zwei Sterne pro Part. Ich weiß nicht. Der 45. Part müsste das sein. Da müssten wir eigentlich 90. Ja, wir haben mehr. Sind sogar ein bisschen besser im Durchschnitt. So, das freut mich. Hier war jetzt nichts mehr zu erledigen, meine ich. Wir gehen jetzt nochmal gucken. War hier noch irgendwas? Irgendeine Welt, die wir noch hätten machen sollen können? Nein, hier gibt es nichts mehr. Sehr schön. Very good. Dann wollen wir mal jumpen in the next level und uns nämlich nochmal... die Küche war es, glaube ich. Was habe ich denn dazu immer gesagt? Ich war immer der Meinung, es war ein Wohnzimmer, glaube ich. Dabei war es eine Küche. Irgendwie so ähnlich. Was ist denn da drüben? Ach so, da ist... Ich wollte gerade Krematorium sagen. Das ist doch kein Krematorium. Warum kam mir gerade das Wort Krematorium in den Sinn? Das ist eine gute Frage. Richtig wissen tue ich es nicht. So, da oben die Küche, genau. Das war bei mir immer irgendwie so ein Schlafzimmer oder Wohnz... Ja, genau, mach eine Rolle. Wenn du Spaß dran hast, Mario, mach eine Rolle. Ich meine, warum denn nicht? Ja, genau. Ja, wir haben den ein Abdingen mitgekriegt. Why not? Oh, nicht schlecht. So, ein paar Gabeln hier. Alter. Boah, wollte gerade sagen. So, ab rein da. Das soll die Küche sein. Schornstein gibt es auch. Na, so richtig wie eine... Ah, doch. Das irritiert mich hier. Das sieht eher aus wie im Wohnzimmer, finde ich. So ein riesen fetter Kamin. Warte, gib es hier. Ach, hier habe ich schon... Was? Glasstrandgalakt... Boah, was gab's denn da? Da gab's denn... Au, 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 Leute. Ja, ihr seht schon, was sagt die Zeit? Ah, die Zeit sagt, it's time for end. Dann werden wir uns die beiden Welten hier mal im nächsten Part vornehmen und werden gucken, dass wir da die versteckten Sterne kriegen. Ich bin zufrieden mit dem Part. Wir haben zwei versteckte Sterne gefunden. Und das auch relativ schnell. Relativ, also schnell ist ja mal relativ. Und ja, Leute, in diesem Sinne würde ich mich dann fürs Zusehen bedanken. Danke fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch irgendwas. Und ja, ciao.